Formel-1-Piloten, um die schnellste Runde zu drehen. Dann sind die Startplätze vergeben. Michael Schumacher versucht, alles aus seiner PS-Kiste herauszuholen. Doch die Konkurrenz ist stärker. Er fällt auf den 6. Platz zurück. Start in die letzten 2 Speedrunden. Noch könnte Schumacher seine Position verbessern. Freundin Corinna verfolgt die wilde Jagd von den Boxen aus. Doch dann ist die Entscheidung gefallen. Schumacher bleibt auf Platz 6. Enttäuscht studiert er die Rangordnung auf dem Boxenmonitor. Ich habe mal schon ein bisschen mehr ausgerechnet, deswegen bin ich nicht, sehe ich vielleicht nicht ganz so glücklich aus. Weil das Auto war gar nicht so schlecht. Die letzten 2 Runden blockiert worden von 2 Leuten und das war mein Problem. Deswegen bin ich halt ein bisschen sauer. Aber ansonsten. Routiniertes Siegerlächeln auch bei Rückschlägen. Michael Schumacher lernt schnell. Die Nacht vor dem großen Getöse. Der schwimmende Geldadel hat sich gegenseitig geladen. Der diskrete Charme der Ferrari-Fahrer. In Rosis Bar trifft sich das Fußvolk der rasenden Motorsportler und übt die Schlachtrufe für den Wettkampf der Carbon-Titanen. Auch in den Fahrerlagern geht es hoch her. Bei Benetton Ford schrauben 18 Mechaniker bis spät nach Mitternacht mit spitzen Fingern und andächtigen Blicken an Schumachers Wettkampfgefährt. Jeder Fehler hier kann morgen im Rennen das Aus bedeuten. Großkampftag, Sonntag, 31. Mai. Ein deutscher Hoffnungsträger auf dem Weg zur Motorsportfront. Kurz vor dem Passieren der Zuschauertribünen streift er sich artig das Sponsorenjäckchen über. Die Gegengerade durchschreitet der nächste deutsche Exportartikel. Weltstar Claudia Schiffer strebt dem obligatorischen Küsschen entgegen. Boxenstopp des Golden Girls beim gelben Michael. Derweil legt das Techniker-Team letzte Hand an. Rendezvous an öligen Boxen. Die Schöne und der Schnelle schreien sich Freundlichkeiten ins Ohr. Dann ist der Spuk auch schon vorbei. Ich glaube schon, dass ich mich in vielerlei Hinsicht anpassen muss, um der Situation dienen zu können, weil die Leute werden sich nicht an mich anpassen. Ich muss mich schon an die anpassen. Ich bin ja derjenige, der da rein möchte, der den Formel-1-Sport machen möchte. Und die Leute waren ja vorher da und die haben es mir ermöglicht, den Formel-1-Sport zu machen. Und deswegen muss ich da meinen Teil zurückgeben und muss mich auch in vielerlei Hinsicht anpassen. Ich glaube, dass Schumacher heute mit dem Team, mit dem er heute fährt, bei Benetton, das beste Auto hat für seine Möglichkeiten. Weil, wie gesagt, die Erfahrung fehlt ihm, die kann er jetzt dort in England wirklich gut lernen. Und wenn er jetzt dort 2 volle Saisonen gefahren hat und sich so weiterentwickelt, dann würde ich sagen, ist er ein wirklicher Nummer-1-Fahrer, der dann die genügende Entwicklungsarbeit für neue Projekte mitbringen könnte. Startaufstellung für den 50. Grand Prix von Monaco 1992. Schumacher steht in der 3. Reihe. Aber für mich gibt es ganz einfach nichts Schöneres. Für mich ist das ein Lebenstraum, der sich erfüllt hat und der auch noch in vielerlei Hinsicht sehr schön ist, der natürlich auch seine Nachteile hat. Wenn wir davon reden, dass man immer den Tod vor Augen hat, dann muss man sagen, wer die Situation bei dem
Denjenigen, bei dem die Situation wirklich so wäre, der würde nicht schnell sein, der würde auch nicht in der Formel 1 fahren. Start zum großen Preis von Monte Carlo. Schon in der ersten Kurve zwängt sich Schumacher vor den Österreicher Berger. Mit dem besser abgestimmten Teamwagen rast er im Höllentempo erst an fünfter und dann an vierter Stelle durch die Runden. Im Verlauf des Rennens wird er die Innenstadt 78 Mal umkreisen. Das 8-Zylinder-Triebwerk verbrennt während der 110 Rennminuten fast 200 Liter Edeltreibstoff. Die Tankfüllung zu 70.000 Mark. Der kleinste Posten im Superspektakel der Millionen. 14 Fahrer bleiben auf der Strecke. 3 crashen gegen die Leitplanken. 11 zerfahren ihre Maschinen. Vor 200.000 Zuschauern jagt der deutsche Nachwuchsstar als Vierter über die Ziellinie. Er hat es geschafft. Präzise, diszipliniert und mit gezügelter Aggressivität hat er Monaco bezwungen. Schon liegen dem schnellen Michael die ersten Hofdamen des internationalen Jetsets zu Füßen. Das Bedürfnis nach neuen Helden hat wieder ein frisches Gesicht bekommen. Und die immer mehr in die Kritik geratene deutsche Automobilindustrie kann auf einen positiven Image-Schub hoffen. Michael Schumacher, ein Kronprinz aus Kerpen mit dem Temperament eines deutschen Uhrwerks.